Ja, Melanie Maurer, herzliche Gratulation. Du bist Schweizer Meisterin im Duathlon. Du hast vor einer Woche auch noch Geschichte geschrieben zusammen mit Nicola Spierig beim SAP-8-Projekt. Hast du es heute noch gespürt? Hast du es noch nachgehört? Ja, ich habe es nicht so schlimm erwartet, wie es jetzt, also schlimm, es hat, ich habe es gespürt, vor allem beim Laufen. Auf dem Velo ist es gegangen, aber das Laufen habe ich doch noch ein bisschen gespürt, dass ich nicht so zügig gehen kann, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Und wie ist denn sonst das Rennen gegangen? Also? Sonst ist es eigentlich gut gegangen, ich habe es sehr genossen und eine gute Stimmung gewesen. Ich hatte immer etwa Leute, gehabt, die ich mitlaufen oder mitfahren konnte und das war cool gewesen. Ich musste mich heute ein bisschen von anderen ziehen, in dem Sinn schon auf dem ersten Lauf. Ich war mega froh, dass das geklappt hat. Ich habe es genossen, ja. Merci. Was sind die nächsten Duathlons hier fürs Rennen? Weißt du das schon? Ja, es ist im Moment ist recht viel los, weil ich noch selektioniert bin für die Berglauf-EM. Und das so ein bisschen jetzt im Fokus steht. Und wir dann aber, wenn es ja, wenn es der Körper erlaubt und alles, würde ich sicher Spiez als nächstes machen. Ich glaube, das ist in 2 Wochen, ich habe es gerade nicht mehr so im Kopf. Genau. Ja, dann viel Erfolg und auch nochmal herzliche Gratulation. Merci vielmals, danke.